Herzlich willkommen zurück in Wildflowers. Ja, wir haben Montag und damit geht's jetzt frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk. Und ja, wir müssen mal eben schauen. Jetzt dürfen wir wieder gießen, okay? Ach so, eine Gießkanne wollte ich... Oh, die kann ich einsammeln. Sehr geil. Habe ich denn? Da habe ich keine mehr von, ne? Da müsste ich jetzt nochmal neue vom Zucker einkaufen, weil die möchte ich auf jeden Fall weiterhin natürlich anpflanzen. Und bei denen geht jetzt wieder, also bei den Erdbeeren geht wesentlich mehr Wasser runter. Ah, jetzt geht beim Zuckerrohr auch sehr viel runter. Na gut, okay. Gut, Baumwolle müsste ich eigentlich auch anpflanzen. Also noch was mehr anpflanzen, aber es ist halt alles so problematisch. Kitty ist auch da. Hallöchen, meine Süße. Listen to that purr. Eine Grille haben wir noch bekommen. Sehr schön. Was sie nicht alles frisst, beziehungsweise uns mitbringt. So, Eier dürften wir jetzt auch schon wieder ein paar haben, ne? So, die Frage ist jetzt, können die Tiere hier drin sterben? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ansonsten würde ich natürlich die Hühner immer, ja, alle drin lassen und dann einfach immer dann die Eier holen. Aber ich weiß nicht, ob das so einfach möglich ist, deswegen... So, da waren jetzt nur zwei... Ne, da oben ist noch einer. Ich wollte schon sagen. So. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht die anderen direkt mitnehme. Oh, da haben wir wieder schön viel Unkraut, was wir zur Erde verwerten können. Sehr schön. Wobei, ein paar andere Pflanzen fände ich auch nochmal gut, wenn ich da welche von kriegen könnte. Dann gucken wir da auch nochmal. Da haben wir nochmal Unkraut. So. Hier unten sind auch noch mal andere Sachen. Sehr schön. Mohnblume, Unkraut und ein Pilz. Sehr geil. Oben ist auch noch mal was Unkraut. So. Und noch eine Mohnblume. Sehr schön. Die waren zu groß, denke ich mal. Ja, die sind zu groß. Gut. Dann gehen wir erstmal kurz zu Thomas. Damit der... Ja gut, eigentlich haut der ja nicht ab, aber... Dann können wir erstmal zu ihm gehen und dann können wir nochmal nach oben gehen, alles einsammeln und dann nochmal zu der einen gehen. Ich vergesse immer ihren Namen, die Jiva oder so. Kai gave me some seaweed in exchange for cutting across my farm every morning. Seaweed's a potent fertilizer. I appreciate him looking out for me. Ja, das ist doch nett. Vor allem bei Kai, denke ich mal, kann man sich wirklich sicher sein, dass alles biologisch ist. So, Frage ist jetzt, der Typ ist noch nicht da, ne? Ich weiß nicht, ob er heute überhaupt da ist, aber um die Uhrzeit, denke ich mal, wird er noch am Pennen sein oder so, keine Ahnung. Wo läufst du denn jetzt schon wieder hin? Gut, dass ich doch als erstes zu dir gegangen bin. Obwohl, ich könnte hier unten, wenn ich schon unten bin, den Strand auch nochmal kurz absuchen. Hi. Every other week Sebastian's in the clinic for something. Between him and Kai, we need a community watch program to make sure they don't get into too much trouble. Also alleine anhand der Aussage würde ich jetzt mal behaupten, Sebastian war jetzt der Ältere mit dem Skateboard. So, wir angeln uns jetzt den großen Fisch noch. Ich brauche nämlich ganz, ganz, ganz viele Fische für ganz, 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 ganz viele Fischstäbchen. Oh, quick! Ja, es wäre auch so schön gewesen, wenn der Große direkt anbeißen würde. Oh! Hey, hey, hey. Jetzt kommt nochmal ein kleiner. Oh, quick! Doch nicht. Got one. Da hätte ich jetzt tatsächlich gedacht, dass da jetzt erstmal noch der Kleine anbeißt. Aber okay. So ist es natürlich wesentlich besser. So, eine Muschel. Oh, Kim ist auch hier. Hast du fertiggestellt?
Hey, Kim. Any luck today? Not yet. I come out just to relax, really. I tried to drag my ex out on fishing charters when I lived in the city, but she got terribly seasick the first time and refused to come out on the water again. Erbrochen, das ist ein guter Köder, Osti, ekelig. Die Fähre wäre problematisch gewesen. Vielleicht sind Fischeingeweide nicht so romantisch. Ja, ja, nee, ist es nicht. Ich mache mal das erste so als Witz. Hey, vomit makes good chum. That is disgusting. And also very true. It's not every day I run into a girl who knows what chum is. I'm impressed. Things are fine with my ex. We're still friends. She got custody of the cat, but I still visit him whenever I'm back in town. No way! You gave up the cat? I was allergic anyway. There's a stray around here. I feed it fish scraps and pet it sometimes, then I wash my hands like I'm scrubbing into surgery. All the kitty companionship, none of the constant sneezing. It's a win-win! Well, thanks for keeping me company out here. It's nice to have a new friend who's not completely turned off by fish hooks and cut bait. Maybe next time you can tell me your tales of romantic woe. Oh, besser nicht. Da habe ich ja schon einiges von gehört, von ihren Romantikleiden hier. Da ist noch ein großer dabei, den nehmen wir direkt mit. Und da müssen wir auf jeden Fall dringend nochmal Würmer kaufen, wenn Bruno wieder geöffnet hat. Oh! Weil irgendwie, ich habe da jetzt nicht mehr so drauf geachtet, aber ich meine die letzten Male, wo wir diesen Kompost quasi, also diese Erde abgeholt hatten, haben wir keine Würmer mehr gehabt, meine ich. Ach, das ist ein Schatten da hinten gewesen. Ich wollte gerade sagen, was war denn das für ein Riesenviech? So, okay. Sie sitzt noch da oben, mit ihr haben wir ja schon gesprochen. Oh yeah. Dankeschön. Das gleicht so ein bisschen aus, dass ich eben die ganze Zeit auf den anderen Fisch warten musste. Das ist nett von euch Fischen. Jetzt taucht da aber nicht wieder was Neues auf. Nee. Manchmal ist das ja so, wenn man einmal die Runde dreht, dann taucht an der ersten Stelle plötzlich wieder ein neuer Fisch auf. Oh, hier sind aber wieder welche. Mit dir haben wir jetzt schon gesprochen, ne? Da bin ich mir ziemlich sicher. So. Jetzt geht der Kleine als erstes ran, bitte. Oh nein, diesmal nicht. Ey, bei drei Fischen und zwei davon sind groß, habe ich jetzt gedacht, da muss doch der Kleine als erstes rangehen. Ah, und sogar ein Tintenfisch, was natürlich nicht schlecht ist, was sehr gut ist. Gerade wenn wir jetzt irgendwas mit Tinte oder sowas machen müssen. Aber was natürlich, die möchte ich ungern als Fischstäbchen hergeben. Das ist halt das Problem. So, es tut mir auch leid, wenn ich das jetzt hier immer mal wieder so reinmache. Aber wenn ich jetzt gerade schon mal hier unten bin, dann denke ich mir mal... Oh, quick! Das war klar, dass jetzt der erste reingehen würde. Dann denke ich mir mal, oder hoffe mal, dass es nicht so schlimm ist. Ihr könnt es mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das irgendwie als langweilig oder schlimm empfindet, wenn ich hier nebenbei mit euch zusammen auch was angel. Oder ein Thunfisch. Oh, den habe ich, glaube ich, nicht so oft. Wo wir schon beim Thema Thunfisch und Fischstäbchen waren, beim letzten Mal. Ich habe nur noch... aber die Grillen habe ich ein bisschen mehr von. Ich glaube, die habe ich tatsächlich von der Katze bekommen. Oder ich habe sie gekauft. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Also, solange ich noch sehen kann, wer jetzt hier anbeißt, ist alles gut. Aber wenn das so bläulich darüber schimmert, sieht man das unter Umständen sehr schlecht. Jetzt der Große, komm. Ja, perfekt. Die hören ja heute 1A auf mich. Das muss an dem frisch, fromm, fröhlich freigelegen haben. So, dann nutzen wir unseren letzten Wurm. Nutzen wir nochmal zum Angeln. Der Kleine geht da... Ne? Doch. Na? Nehmen sich beide gerade nichts? Doch, der Kleine ist als erstes dran. Ja, ja, ja. Eigentlich müsste man Wetten darauf abschließen, wer als erstes dran geht. In den meisten Fällen ist es ja richtig, was ich sage. In den meisten Fällen. Nicht immer, aber doch in den meisten Fällen. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal nach oben. Habe ich mit dir jetzt heute oder gestern gesprochen? Oh Gott, ich weiß es schon gar nicht mehr. Nee, gestern war es. Take it easy in this heat. Especially if you go into the mines. Precious metals are great, but you don't want exhaustion to creep up on you.
Ja, das ist nicht so schlimm. Also selbst wenn ich da jetzt mehrere Tage, wollte ich gerade sagen, mehrere Stunden am Arbeiten bin, das ist alles nicht so schlimm, wie man denkt. Jetzt rennen wir aber nochmal ganz schnell nach oben, um dann wahrscheinlich festzustellen, dass die Jiva, oder wie sie heißt, ich bin mir gerade nicht sicher, dass die montags nicht arbeitet. Da wette ich jetzt schon fast so. Ach so, haben wir unser Hühnchen heute schon gefüttert? Doch, ne? Ja, okay, doch, dich haben wir schon gefüttert. Das haben wir dann als zweites gemacht. Ich weiß schon gar nicht mehr. Das Problem ist, wenn man über mehrere... da ist eine Mondblume. Wenn man über mehrere Tage, in Anführungszeichen, also Spieltage hinweg aufnimmt, an einem realen Tag, weiß man, wie gesagt, irgendwann überhaupt gar nicht mehr, was man jetzt heute gemacht hat und was man gestern gemacht hat und was man irgendwo anders gemacht hat. So. Gotcha! Der hat gerade das Gesicht, als wäre es ein Piranha. Hilfe. Jetzt nicht mehr. Ein Maifisch. Okay, ja, das ist eklig, verstehe ich. Aber ich finde es ja aber wieder lustig. Man fischt sich so pinke Fische raus. Ach stimmt, das haben wir ja auch noch nicht gemacht, weil wir gar nicht nach oben gegangen sind, sondern direkt nach unten gegangen sind. Haha. Nein. Hallo? Lässt du das sein? Du sollst das machen, wo du vorstehst. Was ich extra anvisiert hatte. So geht das nicht hier. So, da haben wir auch noch was. Das ist jetzt aber ganz böse direkt nebenan hier. I found something. A recipe. Süßkartoffelpommes. Okay. Ja, das nehmen wir doch gerne an. Ich denke mal, da muss man auch nicht so viel für können, um das herzustellen. Schwarzkümmel. Hier in der Ecke ist nichts mehr. Okay, sehr schön. Dann gehe ich aber trotzdem nochmal rüber. Ich weiß ja nicht, ob die jetzt da das schon gebaut hat. Und wenn ja, wie das jetzt aussieht, da sollte man nämlich mal gucken. Oder ob es... Ja, es ist sogar hier, ja. Okay. How long should I soak for? Ach so, ja, da muss man ja auch noch bezahlen. Ah. Ja gut, um das einmal gesehen zu haben, bezahle ich einmal. Wenn wir überhaupt was sehen. Nee, sieht nicht so aus. Können wir uns da eigentlich draufsetzen? Nee, ne? Schade. Ich hatte jetzt wirklich, wirklich gehofft, dass wir da vielleicht so ein bisschen was sehen, wie sie in der Quelle sitzt und dann so, das ist so schön hier. Aber ja, das leider nicht. Sie kam dann direkt raus. Da sieht man sogar bei den Sims mehr. Was ist denn eigentlich hier oben? Da war nichts zum Pflücken, glaube ich, oder? Es war einfach nur, dass der Weg, achso, mit dem Ausblick war das, genau. Okay, aber da war nichts zum Pflücken, also das können wir uns auf jeden Fall sparen. Doch, sie hat geöffnet. Sehr schön. Hallöchen. I was talking to Juliet and she seemed so sad to be going back to school soon. That's a pity. I always loved school when I was growing up. Okay, diese Frau ist eindeutig nicht normal. Ich kenne kein Kind, keinen Erwachsenen, der es jemals geliebt hat, zur Schule zu gehen. Alle, die ich kenne, haben es nur gehasst, was sehr verständlich ist und heutzutage noch verständlicher ist, muss ich sagen, weil, also ich persönlich kann mich sehr gut daran erinnern, dass die Lehrer früher wesentlich entspannter und ausgeglichener waren, wesentlich besser drauf waren, was jetzt natürlich nicht für alle Lehrer gegolten hat. Also selbst ich hatte auch auf dem Gymnasium beispielsweise einen Vertretungslehrer mal, der saß da und hat gesagt, ja, mir ist es scheißegal, was ihr jetzt macht, ich bin sowieso bald in Rente. Das gibt's auch, das gibt's heute immer noch, muss man dazu sagen. Wo muss ich denn? Achso, ich wollte in die Stadt gehen, genau. Moment, da oben ist noch ein großer Fisch, ne? Egal, was ich sage, das gilt natürlich nicht für alle Lehrer, auch nicht jetzt heutzutage. Es gibt natürlich immer noch gute Lehrer, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es braucht sehr viel Zeit und Geduld, diese Lehrer zu finden heutzutage. Das liegt ganz sicher auch daran, dass es halt sehr viel unruhiger ist in den Klassen und so weiter. Wobei sich da, denke ich mal, die Katze so ein bisschen in den Schwanz beißt.
Ein Knochenhecht, okay. Die Katze da so ein bisschen in den Schwanz beißt, weil wenn der Unterricht cool wäre, in Anführungszeichen, also gut gemacht, würden die Kinder natürlich mehr aufpassen. Andererseits hat man natürlich auch nicht so Lust, den Unterricht richtig toll zu gestalten, wenn die Kinder nicht aufpassen. Deswegen, das ist so ein, ja, so ein Rattenschwanz, sage ich mal, ne? Giva seems busy already, but nobody's too busy for new friends, right? This morning, I dropped off a basket of pastries by her door, fresh from Angus's bakery. I hope she takes the hint and stops by my workshop. Was hat das denn jetzt mit ihr zu tun, wenn das von der Bäckerei gemacht ist? Ja gut, wenn sie natürlich draufgeschrieben hat, so nach dem Motto, das ist von mir, schöne Grüße oder sowas, das ist dann natürlich was anderes. Nein, ich habe deine Erdbeeren noch nicht. Es tut mir leid. Die sind noch nicht gewachsen. I can't believe Giva's living up in the mountain pass by herself. I'd be scared silly. But then, it's not hard to scare me silly. Francis and I tried watching classic horror movies on date night once. I grabbed his hand so hard, I left nail marks. Okay. Ich meine, es gibt ein paar Stellen, so speziell was die Augen betrifft, da muss ich dann auch weggucken, weil ich habe so ein Problem mit Sachen, was die Augen betrifft. Aber ansonsten ist mir das relativ egal, ob da jetzt, weiß ich nicht. Also gut, Jumpscares reagiere ich ein bisschen allergisch drauf, weil es einfach nur billiger Horror in Anführungszeichen ist. Aber ja, alles andere. Ich würde niemals auf die Idee kommen, irgendwie meinen Freund zu nehmen und dann seine Hand zu zerquetschen und sagen, es tut mir leid, Schatz, aber der Horrorfilm, der ist zu schwer für mich. Our community is full of caring and clever people. That's why they voted for me. That's a little mayor humor. Ja, aber dieser Möchtegern-Humor kommt mir etwas zu oft. Ich meine, abgesehen davon, dass er sehr eingebildet klingt, aber er kommt mittlerweile alle zwei, drei Tage, habe ich so das Gefühl. The summer festival is coming up. You should volunteer. It's so much fun. Ja, freiwillig melden tue ich mich für nichts, aber ich hoffe immer noch, dass ich die Sachen, ja, zumindest fast alle, mit dem Honig bin ich mir nicht sicher, noch rechtzeitig schaffe, bevor das Event da ist. Also hier dieses Sommerfest. Oh, jetzt kriege ich auch einen Schluck auf. Werkzeugschuppen wäre... Ach so, das Heufeld wollte ich eigentlich gemacht haben. Ach so, das kann ich aber noch nicht. Ja, ja, okay. Gemüse... Pff, da brauche ich aber auch so viel noch von der Erde von. Das kann ich erstmal vergessen. Werkzeugschuppen brauche ich 50 Holz. Das sollte kein Problem sein. Die 200 habe ich auch. When the twins were younger, we used to get Violet to babysit them. Then Lena and me would head over to Milkwater to see a movie. We don't get the chance to do that so much now. Ja, das glaube ich. Dann nutze ich jetzt einfach mal den Wald ein bisschen aus. Wir haben ja jetzt so viele Bäume mittlerweile, dass wir da so ein bisschen, selbst wenn jetzt hier nicht so viele Bäume stehen in der ersten Zeit, ne, haben wir ja noch an den anderen Stellen genug. Was hat die jetzt gesagt? 50 brauchen wir. 11, 13. Müssen wir mal schauen, dass wir das mal eben schnell machen. Das waren noch 50, oder? Ich bin mir jetzt gerade ehrlich gesagt nicht sicher. Aber wir hacken jetzt trotzdem mal fleißig weiter. Eigentlich wollten wir ja Fisch holen. Jetzt weiß ich nur im Moment nicht mehr, wie viel ich jetzt an Holz schon hatte. Ich meine, aber ich hätte irgendwie nur 13 oder so. Ich schaue noch mal kurz nach. Ich denke mal, einen Baum müssen wir wohl noch machen. Ach nein, okay, wir hatten genug. Ja, dann. Thanks. You'll have lots more space for your tools and such. Should only take a day or so. Perfekt. Sehr schön. Dankeschön. Ich würde, obwohl, naja, gut, halb drei. Ich hoffe, das dauert nicht zu lange. Dann gehe ich nochmal eben schnell in den Wald rein. Weil da sind wir ja normalerweise relativ schnell durch. Eine Alraune. Perfekt. Aber ich glaube, ich brauche zwei. Ich glaube, ich hatte noch keine mehr.
Das ist natürlich ein bisschen, weil ich würde mir gerne die Getränke natürlich machen. Da ist noch ein großer Fisch drin. Den nehme ich mal direkt mit. So. Jetzt hoffe ich nur, dass Bruno gleich auch noch geöffnet hat, weil ich brauche ganz, ganz dringend Fischköder neue und ich brauche auch ganz, ganz dringend neues Mehl. Also Mehl noch dringender sogar als Fischköder. Und kleine Köderfische brauche ich nicht. Also runter vom Haken. Lass den Großen auch mal beißen. Oh, quick. Gotcha. Ich sag doch, es muss irgendwie an diesen frisch, fromm, fröhlich freilegen. Also heute ist, ein blauer Sonnenbarsch. Ein Fisch mit dunkelblau-violetten Kiemen in der Nähe des Waldes zu finden. Ein seltener Fang. Verkaufe ihn an Bruno oder verwende ihn zum Kochen. Ja, wir verwenden ja alles zum Kochen. Also, es wäre jetzt dumm, wenn der Fisch jetzt 200 kosten würde alleine. Dann hätte ich jetzt natürlich einen Fehler gemacht, aber ich hoffe mal nicht, dass der so teuer ist. Have you met Giva yet, Shelby? She's a meteorologist. Ah, so she spends time staring at these skies, does she? I wonder what they tell her. Ja, Meteor. Oh, okay, also er verkauft gerade heute nicht. Wesley wished me good luck while I was fishing. Can't believe the fella doesn't know it's bad luck to do that. Okay, davon habe ich jetzt selber auch noch nichts gehört. Hier in der Mitte ist jetzt doch, aber da sind nur die Kleinen drin, die brauchen wir nicht. Wir müssen gucken, dass wir ganz, 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 ganz viel Fische erstmal angeln, damit wir ganz viel Geld haben. Ja, und das Fest ist ja auch noch bald. Ich hätte gerne alles vor dem Fest erledigt, aber das ist so mega teuer. Jetzt hat er geschlossen, aber ich glaube, er hat jetzt nur geschlossen, weil er von mir den Auftrag bekommen hat, ne? Halt, stopp, lauf mir nicht weg. Mit dir muss ich auch noch reden. Sekunde. It'd be cool if Parker bought the flower shop from Violet. He nerds out over them the same way she does stitching. At the same time, he's built me some pretty sick ramps. It'd blow to see him give that up too, I guess. Ja, also ich denke immer noch, dass es das Ziel ist, ich weiß nicht, ob wir sie dazu bereden müssen oder ob das dann später automatisch geht, dass Violet endlich ihren eigenen Klamottenladen bekommt. Das glaube ich immer noch ganz fest. Ah, nee, das ist ja eh zum Verkaufen. Wir brauchen das Mehl. Ihr seid alle hier. Ich weiß nämlich nicht, wann sie jetzt Schluss macht. Moment, da müssen wir aber mit ihr nochmal kurz reden. This place feels so small, but whenever we go off island, I feel small. So, und jetzt ganz schnell mit dir reden, bevor du schließt. Ich bin mir nämlich nicht sicher, wann du jetzt schließt. Apparently, Juliet is learning French, so now Emmy and Finn want to learn too. This could be trouble. They'll plan their pranks in front of us, and Parker and I will be none the wiser. Okay, also ich schlussfolgere mal daraus, dass die beiden kein Französisch können. Gut, wir brauchen sehr viel davon, leider. Na gut, das eine habe ich ja schon bezahlt. Also ich nehme mal 10 auf jeden Fall noch mal mit. Normalerweise würde ich sagen, ich nehme noch eine Milch mit, damit ich die schon mal im Petto habe. Wofür brauche ich die Milch denn jetzt noch mal? Ich glaube, für den Honig oder so, ne? Ach komm, ich nehme jetzt eine Milch mit. Ach so, oh. Genau, Zucker war das Zuckerrohr, ne? Zuckerrohr brauchen wir auch nochmal. Ja, ich nehme mal 3 mit. Die anderen sind, glaube ich, auch bald fertig. So, okay. I told Sophia she should have a punch card for her diner, like some of the restaurants in Milkwater do. Buy 10 chocolate milkshakes, get a chocolate cupcake for free. That's a lot of chocolate. I know. Wouldn't it be great? I bet I can do it in one day. My mom sometimes calls me by my sister's name. We don't look anything alike. Er sagt, meine Mutter nennt mich öfter bei dem Namen meiner Schwester. Dabei habe ich mit meinem Bruder nichts gemeinsam.
wird das dann übersetzt. Ja, das ist, die Übersetzung hier finde ich immer sowas von geil. Otto takes issue with his pa being in the bar all the time. Not my fault if we're better company. Also, falls ihr jetzt übermäßig laute Geräusche im Hintergrund hört, in erster Linie ein Lachen, das ist meine Tochter. Ich habe keine Ahnung, was sie da gerade am Machen ist, aber es scheint sehr lustig zu sein. Achso, mit dir habe ich ja schon gesprochen, stimmt ja. Ah. Strand. Am Strand war ich schon, aber da oben ist eh alles zu. Und ganz oben ist auch alles zu. Das heißt, wir könnten hier nochmal eben vorbeigehen. Mal gucken, ob wir vielleicht noch ein, zwei Angelstellen noch finden. Ja, und dann können wir das ja sowieso... Ja, Angelstellen mit großen Fischen drin, meine ich eigentlich. Genau, sowas in der Art. Mit ihm haben wir ja schon gesprochen, soweit ich weiß. Also ich nehme den ersten großen, der anbeißt. So. Oh, quick, yeah! Schade, es war nicht das Krustentier. Aber das war mir irgendwie schon klar. Eine Flunder, ein gepunkteter Plattfisch, der im Ozean lebt. Ein seltener Fang. Ja, cool. Steht er eigentlich den ganzen Tag jetzt hier nur am Wasser? Oder? Weil den haben wir doch heute Morgen schon da getroffen. Das sind drei kleine Fische. Was machst du denn hier? Do you ever look at a seashell and think, this contains all the secrets of life? And before you laugh and say, that's totally Kai, well, Nautilus shells have a logarithmic spiral based on the Fibonacci sequence. See? I remember some cool stuff from school. Ein paar coole Sachen aus der Schule, okay. Gut, da oben denke ich mir mal, wird nichts mehr groß sein. Mit ihr müssen wir aber noch reden. Und den Typen von der Ranch habe ich noch nirgendwo gesehen. Music makes my baby girl come alive. She's been talking a lot about going to a music school. But I'm not sure if she's old enough for that. Or maybe I'm not ready to let her grow up. Ja, das Problem kenne ich. Da unten ist noch ein großer Fisch, beziehungsweise wieder ein großer Fisch drin. Na? Oh, quick! Natürlich. Was auch sonst. Und jetzt der Große. Na komm, ihr habt jetzt die ganze Zeit so gut auf mich gehört und jetzt wollt ihr nicht mehr. Ja. Und ein Tintenfisch. Naja, gut und schlecht, ne? Nein, mit dir haben wir schon gesprochen. Baumwolle habe ich auch noch keine neue. Es tut mir leid. Es dauert halt alles so ewig, bis die Sachen wieder gewachsen sind. Oh, hier unten, da können wir noch den letzten Fisch angeln. Weil ich glaube, das war jetzt nur noch genug Energie. Ja, genau. Nur noch genug Energie für einen Fisch. Für einen großen Fisch, nur mal am Rande bemerkt. Na, je später der Tag, umso weniger wollen sie auf mich hören. Heilbutt, der im Ozean lebende Heilbutt ist der größte Plattfisch der Welt. Ein epischer Fang. Verkaufe ihn an Bruno. Ja. Ein epischer Fang. Sollte man trotzdem mal nachgucken, würde ich sagen. Ich meine, wir müssen ja auch überall die 15 noch abrechnen. Ne? Also wenn der jetzt, sag ich mal, 85 bringen würde, wäre das genauso viel, wie wenn ich jetzt Fischstäbchen daraus machen würde. Ich habe immer Thunfisch im Kopf, ich weiß auch nicht warum. Ah, der hat das ja jetzt hier abgesteckt, ne? Lasst uns da nochmal kurz nachgucken. Okay, er hat nichts abgesteckt, aber er ist hier definitiv am Arbeiten. Oh, sag mir bitte, dass der das komplett vergrößert. Aber ich denke eher nicht... Naja, es kann natürlich sein, dass das Haus klein aussieht, aber das wäre auch unlogisch. Ich denke mal, das wird eher da hinten so der Bereich werden oder so. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht so genau. Ich gucke jetzt nochmal ganz kurz wegen dem Honig, wie lange der jetzt noch braucht. Das könnte bis Ende des Tages bedeuten. Das könnte aber auch bedeuten,
dass der Morgen soweit wäre. Also ein, zwei Tage braucht der Honig noch, so wie es aussieht. Oh, Moment. Die Erde, die können wir nochmal schnell erneuern. So. Das habe ich übrigens in der letzten Folge tatsächlich offline gemacht, weil ich das komplett vergessen hatte. Die sehen aber so aus, als ob man die abernten kann hier. Aber offenbar noch nicht. Na gut, ist nicht schlimm. Den Zucker... Ich bin gerade verwirrt, Moment. Das hört ihr bei mir öfter, ich weiß. Den Zucker weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr, wo ich den herstelle. Knochenmehl, Kalziumpulver. Da habe ich noch... Ach so, ja, die müsste ich ja mal endlich anbauen, ich Idiot. Ach, das habe ich total vergessen. Was könnten wir damit machen? Kupferessenz. Oh. Die Minze, da haben wir genug von mittlerweile. Okay. Vielleicht wusste ich das auch schon und habe es jetzt wieder vergessen. Ich bin mir nicht sicher. Aber das ist perfekt. Und das sind Algen. Ja, dann machen wir doch nochmal einen belebenden Trank. Gut, dass ich hier nochmal reingegangen bin. Auch wenn mir das jetzt für das, was ich eigentlich vorhatte, überhaupt nichts gebracht hat. Webstuhl. Seide, Stoff. Ja, Moment. Ich musste für ihn, glaube ich, nur noch den Stoff machen, oder? Ich brauchte jetzt... Genau, zweimal Stoff. Stimmt ja, ich brauche gar keine Baumwolle mehr. Ich muss zweimal Stoff machen. Okay. Dann mache ich das doch. Dann können wir das nämlich noch abgeben, ich Trottel. Na gut. Habe ich bekommen. Sehr schön. Das wäre Papier, aber gut, das brauchen wir jetzt im Moment noch. Hier können wir verschiedene Sachen herstellen. Für Käse bräuchte ich Milch. Na gut, Trauben habe ich keine. Die habe ich jetzt nicht angepflanzt. Und da bräuchte ich ein Apfelbäumchen für, was ich immer noch nicht habe. Was ist eigentlich mit dem Glasschmelzofen? Ah, da brauchen wir Lehm für. Okay. Also wenn wir genug Platz haben, könnten wir den theoretischerweise ja auch machen. Das ist cool. Ja, aber ansonsten würde ich sagen... Ach so, doch, wir müssen ja nochmal kurz nach Thomas rüber. Ah, das würde ich schon gerne heute noch abgeben. Dann habe ich das auch schon mal aus dem Kopf raus und schon mal eins abgehakt. Frage ist jetzt, ist der jetzt noch in seinem Garten oder läuft er jetzt am Strand rum oder... Oh, das ist... Ach nee, Moment, da oben sitzt er doch. Guckt sich einen Sonnenuntergang an, so wie es aussieht. Ich habe eine Lieferung für dich. Ja. I did it. I wove my own cloth. Well then, you're good to go. I sell mine to Kai. He'll take any dyed cloth you make, too. If you want to make your own dyes and dye the cloth, you'll need a dyeing bath. Here is a blueprint for a dyeing bath to dye the cloth and recipes for the dyes themselves. The dyes can be made by crushing up the ingredients in a mortar and pestle. I guess you can have a couple of my dyes, too. Thomas, thank you for all of this help. I really appreciate it. I know. Like I said, I promised your grandma I'd pitch in and I will. Oh, ich finde das so süß von dem. Das ist wie so ein Vaterersatz, glaube ich, ist das. Das ist das Färbeband. Ach so, die meinen dann einfach so ein... Ah, verstehe. Gut. Dann können wir jetzt hier auch wieder weg. Aber dann habe ich das wenigstens schon mal abgehakt. Das finde ich klasse. Jetzt gucken wir noch mal eben. Das Sommerfest ist in 3 Tagen. Die Erdbeeren, hoffe ich mal, dass die vorher noch fertig werden. Dann brauchen wir noch einmal Honig. Ach, für den Wahrsager war das sogar, genau. Das ist ja automatisch fertig. Ja, die Sachen müssen wir noch kaufen. Dafür brauchen wir dann aber noch jede Menge... Nee, Moment. Die können wir noch mal schnell machen. Ich weiß, das ist schon sehr lange jetzt. Wir haben schon 35 Minuten... Also fast 35 Minuten aufgenommen. Aber ich würde gerne noch ganz schnell die Fischstäbchen machen, bevor ich mich hinlege. Was ich dann aber auch tatsächlich machen möchte. Weil wir haben doch jetzt wieder einen neuen Fisch und wir haben doch vorhin auch neues Mehl gekauft. Oder in der letzten Folge. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher.
Das sind die... Achso, nee, die wollte ich jetzt eigentlich zwei von nehmen. Ist okay. So, das. Das, der. Dann nehmen wir auch zwei. Nee, das ist ein Wels. Den können wir... Blauer Sonnenbarsch. Wen können wir denn noch nehmen? Fragen wir es mal so. Seebarsch, den nehme ich auf jeden Fall. Und Knochenhecht, Flunder. Ein seltener Fang, ein seltener Fang. Ein seltener Fang. Ich nehme jetzt den. Ich glaube, ich habe den ich eigentlich behalten wollte, sowieso jetzt schon abgegeben. Aber egal. Gut, dann müssen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall die Sachen verkaufen. Vorausgesetzt, ich kann es dann noch verkaufen, weil um 17 Uhr ist eh keiner mehr arbeiten heute. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf euch und bis zur nächsten Folge. Ciao! Should I go to bed? Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.